Tja, Marco, da hocken wir hier zusammen und schauen auf 40 Jahre Rennsport Marco Werner zurück. Ich habe dich gegoogelt vorher, nicht weil ich dich googeln muss wegen deiner Erfolge. Nee, ich wollte einfach nochmal googeln, wann haben wir uns denn das erste Mal getroffen? Formel Ford nur in Oberflächen. Formel Opel Lotus auch nur ganz, ganz knapp. Aber gemeinsame Jahre in der Formel 3, die haben wir gemacht und das waren geile Jahre. Warum? Dortmund liegt doch, glaube ich, im Ruhrgebiet, oder? Genau. Und da war ein Ruhrgebietsrennfahrer, so ein richtiger Kerniger, so ein Knackiger. Da, wo die anderen frisch geföhnten mit Haargel durch die Gegend liefen, war ein Typ mit einer festen, mit einer deutlichen Körpersprache, der ganz klar gesagt hat, genau das will ich. Das war eigentlich mein erstes richtiges Zusammentreffen mit dir. Das zweite, da waren wir beide Teamkollegen. Keine Macht in Drogen. 24 Stunden auf dem Nürburgring. Im Prinzip war Marco Werner in den Tiefen versunken. Du weißt es selber. Zu dem Zeitpunkt kaum einen Job gehabt, also haben wir Langstrecke gefahren. Sascha Maaßen auch, genau, der war in der gleichen Lage, genau wie du auch. Und da hat mich am allermeisten an dir beeindruckt, dass du nicht aufgegeben hast, sondern gesagt hast, ich stelle mich dieser Aufgabe, ich mache das. Du bist wegen dieser Aufgabe dann später nicht groß geworden. Aber was geschehen ist, du konntest zeigen, dass der Rennfahrer Marco Werner einfach, egal was er macht, immer gewillt ist, sein Allerbestes zu geben. Und dann kam die Zeit des Porsche Michelin Supercup, die silbernen Autos, da haben wir viel gemeinsam gemacht. Da habe ich dich und Philipp Peter, deinen Teamkollegen, sehr, sehr geschätzt. Die präzisen Fahrmaschinen in diesem Markenpokal, klasse. Und danach alles nur, kann ich dir gönnen, alles, was mit Audi und den anderen silbernen Autos gewesen ist, zu einem der erfolgreichsten Sportwagenpiloten der Welt geworden, der, glaube ich, bodenständig, und jetzt sind wir wieder beim Ruhrgebiet und bei Dortmund, der nie den Boden unter den Füßen verloren hat und genau das im Augenblick auch deutlich macht, nämlich mit dem Fahren im historischen Rennsport. Marco, hätte ich ein Glas, würde ich es auf dich erheben, auf weitere. Na, wie viel suchst du dir aus? Jahre im Rennsport, ich glaube im historischen, der mittlerweile zu deiner großen Liebe geworden ist. Also symbolisch ein Toast auf Marco Werner.